Hey Leute, willkommen zu dem schon dritten Part von unserer Pokémon Sonne Wonderlock. Und wir sind hier auf jeden Fall in Haoli City angekommen, man hört die happy Musik. Ich bin auch happy, aber wie man vielleicht erkennt, ist meine Stimme ein wenig anders, denn ich habe Schnupfen und ein klein wenig Husten so, aber wird schon alles passen. Ich muss nur gucken, wie das mit dem Stimmenverstellen jetzt geht, aber ja, ich denke, wir werden diese Folge schon ganz gut runterkriegen, sag ich mal. Und da kommt Tali, oder auch Hau, ne? Wen sehe ich denn da? Das ist doch Basti. Ich hoffe, ich habe die Stimme überhaupt noch irgendwie leicht richtig. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe dich sofort in einem Gang erkannt. Na, was sagst du? Haoli ist super, oder? Alola ist toll, stimmt's? Joa, schon, ne? Oh! Hey, Basti, komm mit. Ich will dir was Tolles zeigen. Ja, gibt's jetzt Klamotten oder so? Also, Haoli City ist ja sogar meine Lieblingsstadt. Ich mag die Musik einfach, die ist so schön chillig. Hey, stimmt es, dass man hier etwas Tolles bekommt, wenn man einen roten Pokédex hat? Das hat sich aber schnell herumgesprochen. Der Rotom-Pokédex ist zwar noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben schon eine Erweiterung für ihn im Angebot. Den Pokémon-Sucher. Hier bitte, Basti. Ah, hier bitte sehr, hat sie gesagt. Nicht bitte, Basti. Die kennt noch nicht mal meinen Namen. Das gehe ich davon aus. Das ist ja der Wahnsinn. Ein Pokémon-Sucher? Ist das nicht toll, Basti? Und was ist ein Pokémon-Sucher? Ja, cool. Er weiß nicht mal, was es ist, aber freut sich schon mal darüber. Mit dem Pokémon-Sucher kannst du Fotos von Pokémon machen. Rotom gibt dir Bescheid, wenn du irgendwo hinkommst, wo du Fotos aufnehmen kannst. Lass mich dir aus der Bedienungsanleitung vorlesen. Okay, juckt uns nicht. Der Rotom-Pokédex ist echt eine tolle Sache. Er ist doch kein Pokémon, aber er steht dir trotzdem zur Seite, Basti. Ja, ich wünschte, es wäre ein Pokémon, ne? Das ist halt ziemlich schade. So eine neue Rotom-Form wäre halt echt cool gewesen. Vor allem so Rotom-Pokédex fände ich richtig cool, aber machen sie halt einfach nicht. Okay, ich habe wieder aus Versehen A gedrückt. Ich muss echt einfach meinen Daumen von meinem scheiß 3DS lassen. Ach, ist doch egal. Ich warte draußen auf dich. Bis gleich. Ja, gut. Warte mal schön da draußen. Mit dem Pokémon-Sucher fotografierte Pokémon sehen auf den Bildern einfach total süß aus. Nö. Das ist so ein Feature, das mich einfach überhaupt nicht juckt. Deshalb sage ich mal, nö, tun sie nicht. Hallo, wir haben uns gerade erst gesehen. Ah, er hat gar nicht mehr zugewinkt. Das sah voll so aus. Anscheinend war es Lilly. Basti, Tali. Wie war es bei der Touristeninformation? Der rote Pokédex hat eine neue Funktion bekommen. Er kann jetzt Fotos machen. Wirklich beeindruckend, dieses Rotom. Da ist es, Mann. Blitz, okay. Ja, jetzt hat es ein Selfie von uns gemacht. Nanu? Haha, was war das denn? Komm, Basti, ich zeig dir einen Laden, in dem was total Leckeres gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das im Englischen hieß, aber das war ja das, was er so am liebsten isst, ne? Vielleicht möchte Rotom, dass du ein paar Fotos mit ihm machst. Wie dem auch sei, ich werde mich ein wenig in der Boutique umschauen. Ja, gönn dir mal neue Klamotten. Hast du eh mal dasselbe an. Und nein, ich mache keine Bilder mit Rotom. Wer ist das? Ciao, Trainer! Was hast du denn da Schönes? Okay, so ein Random. Das ist ja ein Pokémon-Sucher. Kannst du damit auch umgehen? Wenn ja, verrate ich dir etwas. Okay, was verratest du uns? Ach so, an dem Loch in der Mauer hier kannst du sowas wie Fotos machen. Siehst du, Rotom reagiert darauf. Los, berühre es mal und siehst ja. Nein, das ist schon wieder ein scheiß Tutorial. Ich möchte dieses. Nein, Mann, kann ich auch einfach abhauen? Nee, kann ich nicht. Cool. Cool. Das ist halt so ein Feature, ja. Ich weiß gar nicht. Es juckt mich halt wirklich überhaupt nicht. Ja, wurde aktiviert. Sehr, sehr spannend. Cool, Pikachu. Pokémon, das man noch nie gesehen hat. Foto, 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 Foto. Ich richtiger Paparazzi bin ich, Alter. Ja, hoffentlich reicht es dir auch jetzt. Nein, und ich möchte die Fotos nicht auf Social Media hochladen, Mann. Das juckt. Muss ich machen. Cool. 717. Alter, ich bin richtig Fail, Mann. Mehr Daumen hoch als jemals auf einem Video von mir. Oh. Ja. Da ist der Ton noch etwas lauter geworden. Das ist das, was ich gesagt habe, was manchmal passieren kann. Dass mein Capture, mit dem ich den 3DS eben aufnehme, das ist halt so eine Soundaufnahme, die ist nicht so wirklich krass. Kann dann manchmal passieren, dass die einfach wieder anspringt und viel zu laut ist. Aber gut, weiter im Text. Weiter im Text. Wir sind nämlich jetzt endlich mal von diesem scheiß Rotom weg. Das juckt mich nämlich überhaupt nicht. Und was macht Lili da? Hallo Basti, dürfte ich dich etwas fragen? Suchst du dir deine Kleidung eigentlich selbst aus? Na klar! Natürlich. Wie wohl die meisten anderen Leute auch, nicht wahr? Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Daher weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ach übrigens, Basti, schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten habe.
Kaum hatte ich den Laden betreten, hat man mir einfach so diesen Artikel überreicht. Allem Anschein nach war ich der 99.999 Kunde der Boutique. Da ich aber so etwas Ähnliches bereits besitze, würde ich ihn dir gerne überlassen. Der 99.999. Oder? So sagt man das richtig, ne? Du hältst das Item Linsen-Etui. Linsen-Etui wurde in deiner Basisflasche versteckt. Jetzt haben wir etwas gemeinsam, nicht wahr, Basti? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, Lilly. Wo geht's denn jetzt hier eigentlich lang? Wir scheinen einfach nur hier entlang zu laufen, bis uns wieder irgendjemand aufhält für eine Cutscene. Ich würde mal sagen, wir gehen ins Pokémon-Center. Ich weiß gar nicht, ob meine Pokémon geheilt sind oder nicht. Deshalb machen wir es einfach mal. Und da bin ich auch mal gespannt, wann wir denn zur nächsten Route kommen. Für einen Wundertausch. Denn, unser Team sieht ja bisher ganz okay aus, sag ich mal. Wir haben halt die Elektroschwäche auf beiden Pokémon. Deshalb würde ich da gerne durch Wundertausch was Cooles erhalten. Okay. Ich habe den Captain gescheit gesagt, dass sie schon wieder Mitglieder von Team Skull am Hafen herumtreiben. Wie heißt das so schön? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Für Team Skull gilt das ganz besonders. Diese Typen sind echte Schurken. Sie fangen ohne Vorwarnung Streit an und versuchen die Pokémon anderer zu stehlen. Auf die Pokémon in der Prüfungsstätte haben sie es auch abgesehen, vermutlich um sie zu verkaufen. Sie schaffen es zwar, sich einzuschleichen, aber der Rest des Plans geht immer in die Hose. Ja, Team Skull sind so richtige Idioten. Die Foundation regt da einfach besser alles. Und weil der da so doof redet, sehe ich jetzt nicht, wo ich langlaufen muss. Ich hatte nämlich echt nicht mehr viel Ahnung von dem Game. Wie gesagt, ist ja auch schon fast ein Jahr her, seitdem ich das gespielt habe. Also durchgespielt habe. Und da haben wir den Shop, zu dem er immer geht, genau. Hey Basti, das ist der Laden, den ich dir zeigen wollte. Hier gibt's etwas super Leckeres. Soll dein Team erfolgreich sein, dann kauf Malasada sein. Ah, okay, Malasada war's. Nur ein Häppchen davon und ich liebe jedes Pokémon. Wenn etwas an einem Pokémon liegt, musst du ihn einfach ein paar Malasadas kaufen. Vielleicht gehe ich als nächstes zum Hafen und brülle alles ins Meer hinaus, was mir auf dem Herzen liegt. OP, ich werde dich besiegen, selbst wenn du alles gibst. Sowas in der Richtung. Alles klar, das mache ich auch immer. Ich fahre dann extra immer so 6 Stunden, bis ich am Meer bin und dann schreie ich einfach alles so raus. Und wir gehen da mal nicht rein, aber ich sehe auch keine Zielflagge mehr. Also gehen wir einfach runter an den Hafen, denn ich glaube, da war was. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Howley Hafen. Howley City Hafen, okay. Ich glaube, da stand ja genau dieser abgehobene Typ wieder. Hallöchen, ich bin Captain Elimar. Yo, Team Skulls Art zu grüßen ist nicht zu grüßen. Alles klar. Macht überhaupt keinen Sinn, was die gerade gesagt haben, aber okay. Oh yeah, jetzt kommen die Boys hier. Team Skull, yo, ich mach dich fertig. Yo, Captain, lass mal deinen Pokémon rüberwachsen. Ha, dich kenne ich doch von der Trainerschule. Du bist also gleich nach Howley gekommen. Er ignoriert sie einfach, Alter, so nicht. Sie ist so richtig Hashtag abgehoben, Mann. Der passt in SFZ, sag ich euch. Oh, du aufgeblasener Typ, was fällt dir an, uns zu ignorieren? Den wir machen wir platt. Dem wird richtig fett der Schädel brummen. Er schüttelt einfach nur den Kopf. Meine Güte. Es ist Diebstahl, die Pokémon anderer Leute an sich zu nehmen. Basti, richtig. Dürfte ich dich bitten, den Herr da zu übernehmen? Ich kümmere mich um diesen hier. Yo. Let's go. Also. Der fuchtelt einfach nur so rum mit den Armen. Ich finde es so lustig. Und los geht's. Ich werde dir zeigen, was für ein Pro ich im Umgang mit Pokémon bin. Check this out. Yo, check this out, man. Team Skull. Unser erster Fight ist das, glaube ich, oder? Gegen Team Skull? Team Skull Rüpel fordert dich heraus. Er hat ein Zubat, war klar. Das ist so typisch. Und das recken wir einfach mal ganz schnell, würde ich sagen. Ich habe noch Pikipek draußen. Zubat kann mir aber eigentlich nichts. Ich bin auch ein Level höher. Schnabel. Falls nicht, dann kann ich ja immer noch Infineon wechseln. Okay, Schnabel ist ein Tool-KO. Wobei Absorber ein Damage. Okay, ein einziger Damage. Bringt ihn aber wieder ins Grüne. das war ein HP. Die ist bei ihm richtig viel. Aber mal gucken, vielleicht killen wir ihn jetzt schon. Falls nicht, wird er halt mit ein HP überleben mit dem. Ja. Wegen dem scheiß Absorber, Mann. Oh nein. Superschall. Pikipek wurde verwirrt. Ja, cool. Komm, please, du musst durchkommen. Ich möchte jetzt nicht, dass der Kampf unendlich dauert. Und unnötig vor allem auch, unnötig lang. Alter, wir machen uns einfach viel mehr Damage durch Selbstverletzung. Scheiße. Aber gut, der macht uns halt immer nur noch einen Damage.
Das ist halt einfach nichts, ne? Schnabel. Please. Schaffst du es? Fuck, Alter. Alter, wie viel Damage wir uns einfach machen. Wir sind beim nächsten Mal tot. Geil. Ja, das Zubat macht effektiv eigentlich nichts. Außer eben, dass wir uns einfach durch Selbstverwirrung mega viel Damage machen. Wir haben aber noch 8 Tränke. Das passt also definitiv. Brauchen wir auch. Ja, danke. Absorber macht wieder einen Damage. Alter, und jetzt muss es durchkommen. Jetzt muss es einfach durchkommen. Bitte brech einfach aus der Verwirrung aus und mach Schnabel, please. Nice, nice, Alter. So muss das, Mann. Gut gemacht. Und Level 10. Gut. Sind wir nicht mehr so weit hinten dran. Also hinter den Gegnern sind wir eh nicht, aber halt hinter Finian. Weil es einfach bald Level 16 erreicht. Oder glaube ich schon hat. Du hast mir gezeigt, was für ein Pro du im Umgang mit Pokémon bist. Hey Bro, tu mir so, als wäre es nie passiert. Lass uns lieber eine Biege machen. Inimas blöde Pokémon brauchen wir eh nicht. Yo, bin ich auch dafür. Ja Mann, hau mir einfach ab. Meine Güte. Denke ich mir auch jedes Mal. Das hast du gut gemacht. Und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Oh ja, danke sehr. Ich glaube, er hält mich jetzt gerade 2 HP. Cool. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Kukui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Direktorin. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Ja. Ich sage einfach mal ja. Ich weiß gar nicht, ob wir nämlich jetzt schon kämpfen müssen oder nicht. Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Elima. Okay. Also doch. Aber ich... Ja. Ich meine, was hätten wir machen können? Wir hätten Nein sagen können, aber geheilt wurden wir eh. Ich denke, den schaffen wir schon easy. Der hat ja, glaube ich, normal Pokémon oder so, oder? Ja. Mangunior. Das wecken wir einfach mal ganz schnell weg. Mal gucken, ob das Pikipek schon nehmen kann. Welches Level bist du denn, mein Guter? Level 9. Ja, sind wir wieder on part. Und auch schneller. Aber das macht ziemlich wenig Damage. Zu wenig sogar. Da finde ich doch, das ist schon mal nicht gut. Aber was wir dagegen haben, ist einfach Heuler. Dann ist nämlich sein Angriff wieder geschwächt. Und der macht uns einfach genau so viel Damage, wie wenn er es jetzt nicht eingesetzt hatte, ne? Damit ich mal gucken kann, wie normal... Oh, 10 Damage macht das. Ach, holy shit. Ich bin mir gerade unsicher, ob mich ein Crit killen würde oder nicht. Aber ich habe ganz vergessen, dass ich Zertrümmer habe. Deshalb schaue ich mal, wie viel das macht. Ist ja sehr effektiv, ne? Also müsste Stärke 80 oder so sein. Jo, das haut rein. Das haut rein. Und seine Verteidigung sinkt sogar noch. Nice. Aber 10 Damage ist schon echt krass. Das heißt, ich muss jetzt heilen. Dann kann ich einen Crit auf jeden Fall überleben. Und ja, der nächste Zertrümmer tötet ihn schon mal. Wie er da so erwartungsvoll steht, so. Yes, man, let's go. Tackle. Wieder schöne 10 Damage. Und da wir jetzt eh schneller sind, ist der tot. Ist schon mal gut. Und dann mal schauen, wen er noch als letztes Pokémon hat. Vielleicht könnte uns das nochmal gefährlich werden, aber ich denke eher nicht. Schön, Alter. 143 XP. Und Jan ist jetzt Level 16. Sehr nice, Farbigel. Ja, das ist auch halt typ normal, ne? Und eigentlich hat Farbigel auch nichts. Der macht, kann ja nur Nachahmer machen. Ich kann jetzt eigentlich einen Mega-Trick machen, wartet mal. Ich mach Heuler. Ah ne, der kann Tickle, okay. Scheiße. Ja gut. Ich dachte, er kann nur Nachahmer. Deshalb wollte ich einen Trick machen und Heuler einsetzen. Fuck, Alter, wir haben einfach ein Pokémon schon verloren. Und sind erst in der dritten Folge. Läuft. RIP Pikipek, Alter. Scheiße, jetzt muss ich das alleine irgendwie machen. Ah, fuck, wir brauchen definitiv den nächsten Encounter. Alter, wie wenig Damage das einfach macht. Okay, aber er macht uns auch fast nichts. Alter. Ich hätte einfach wechseln sollen. Fuck. Aber ich dachte halt wirklich, der hat nur Nachahmer und dann machen wir Heuler, ne? Dann setzt er Nachahmer ein und kann auch nur Heuler. Das wäre halt der Mega-Trick gewesen.
Seit wann kann er denn andere Attacken? Richtig komisch. Alter, das kann einfach nicht dein Ernst sein, Mann. Wir haben Pikipek verloren. Ah, so ein Bastard. Verdammt. Aber nee, war auch mein Fehler. Wie wenig XP wir einfach kriegen. Nicht schlecht. Diese Runde geht an dich. Du hast einfach mein Pokémon gekillt, Alter. Eigentlich haben wir das schon verloren, sozusagen. Du bist... Nein. Du und deine Pokémon sind ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie die Elima-Prüfung. Du findest die Höhle hinter Route 2. Dein Pokémon... Dein Rotom-Pokédex zeigt dir wo. Also dann, Alola. Ja, also dann, Alola. Ich hätte in der Pause sagen sollen. Gut, damit, ja. Hat sich das, ne? Machen wir uns auf den Weg zu Route 2. Ist immerhin sehr beliebt. Gut, dann kriegen wir da hoffentlich einen Encounter. Zuerst muss ich aber nochmal zurück ins Pokémon Center. Und unser erstes Pokémon einfach boxen. Geil, Mann. Wir haben einfach unseren ersten Tod schon. Und das hätte ich halt easy vermeiden können. Ah ja, aber kann man nichts machen. Finian macht das jetzt erstmal und müssen wir halt gucken, wie wir den Encounter dann überhaupt kriegen. Wir haben zum Glück hier nicht irgendwie mit einer Randomizer zu tun, wo es dann eben schwierig wird, überhaupt Encounter zu bekommen. Weil die natürlich richtig krass sein können. Wir machen jetzt erstmal einfach Box 2 zur Todesbox. RIP Pikipek, Alter. Unglaublich, Mann. Der hat's einfach one-shotted. Wir hatten 20 HP. Und ist einfach gekillt. Sehr cool. Ich heile mich doch nochmal. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich voll geheilt bin. Deshalb machen wir das einfach mal. Ja, ich muss einmal noch A drücken, oder? Ja, gut. Ein einziges Pokémon. Cool. Okay, jetzt muss ich noch ganz kurz was nachschauen. Sehe ich hier schon... Nee, ich muss Bericht drücken. Woher kommst du? Müsst doch hier stehen. Ei erhalten. Ach so, RIP. Kann ich jetzt gar nicht mehr nachschauen. Stimmt. Kann man vergessen, weil das Pokémon habe ich ja gar nicht gefangen. Mhm. Aber ich denke, wir waren noch nicht auf Route 2. Ich glaube, das ist da oben, wo wir noch gar nicht lang konnten. Einfach hier. Basti! Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich oft hilflos. Ich verlaufe mich häufig. Kann ich mal alleine Kleidung kaufen? Du bist ganz anders. Die erste Prüfung deiner Inselwanderschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Ich habe etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatronen von Alola zu kämpfen. Kaporiki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich in Lily gehört. Eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kaporiki begegnen würden, wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Basti, viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Danke, Lily, dass du uns supportest, Mann. Korrekte Aktion von dir. Aber zuerst steht da noch das Taurus. Hallo Basti, es ist mir endlich gelungen, Taurus zu beruhigen. Würdest du mir einen Gefallen tun und es nochmal streicheln? Okay. Muss ich jetzt gegen es kämpfen oder nicht? Sieh mal, wie es sich freut. Vermutlich spürt es deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist so aufgeregt, weil es gern selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte. Achso, jetzt kriegen wir diese Wander-Pokémon. Es geht einfach weg. Wie, du möchtest Fang spielen? Na gut, der alte Haller wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich Inselkönig. Ja, er rennt einfach los. Und gut. Dann sind wir jetzt auf Route 2. Kriegen wir schon einen Encounter, ohne kämpfen zu müssen, ist jetzt die Frage, ne? Kann ich hier einfach so vorbei walken? Wenn ich so vorbei walke? Ja, perfekt. Gut. Unser Encounter ist ein... Ja, Traumato, okay. Jetzt muss ich aber mal schauen, wie ich es eben schwächen kann. Wir sind nämlich Level 16 bis Level 10. Okay, wir haben Pfund, Arachnare, Anziehung und Regentanz. Ich muss es mit Pfund probieren. Ich denke nicht, dass es killen wird. Ja, eben, das macht guten Damage. Und er macht Aussetzer. Fuck. Fuck. Wie lange hält Aussetzer, ist jetzt die Frage, ne? Ja, ich glaube, wir haben doch extra viele Pokébälle gekauft. Wir haben sogar schon Superbälle. Pokéball habe ich 20 und Superball habe ich 5. Wir probieren es gleich mal mit einem Superball. Ich möchte jetzt nicht gleich irgendwie failen und das Pokémon töten oder so. Ich kann
ja eigentlich wirklich nur warten, bis eben Pfund wieder aktiviert wird. Komm. Yes. Oder wir machen es einfach so und fangen es instant. Danke dafür, Alblani, ne? Auf jeden Fall mal Traumato gefangen. Pokédex-Eintrag muss ich nicht vorlesen. Habe ich nicht so Lust drauf. Das mache ich dann erst bei den Pokémon, die wir dann im Wundertausch eben erhalten. Deshalb cutten wir hier einfach mal zum Wundertausch. Gut, dann sind wir jetzt back und haben den guten Twisted Vereinigte Staaten. Mal schauen, was es gibt für unser Traumato. Hoffentlich was Nützliches. Wir kriegen ein Hyperball, okay. Carpador. Okay. Okay, zwei Fische einfach. Na gut, dann was soll ich sagen? Carpador wird zu Gyarados. Wie mein T-Shirt hier auch gut sagt, ne? No pain, no gain. Fuck. Aber ich hab's kommen sehen. Ich hab mir gedacht, irgendwann kriegen wir hier auf jeden Fall einen Carpador. Weil ich meine, das ist halt so ein Pokémon, das tauscht man ziemlich oft weg. Deshalb habe ich auch dieses T-Shirt natürlich an. Und ja, Carpador lese ich nicht vor. Erst ein Lappen. Hoffentlich ist es aber halt auf einem guten Level. Dann bringt uns das auch ordentlich was. Ansonsten muss ich hier mit Finian als Single-Pokémon einfach durchrocken, so wie es aussieht. Ich hätte Tausch machen sollen, dann hätte ich auf meinen PC zugreifen können. Wobei ich denke, ins Pokémon Center gehen ist auch nicht so schlecht, ne? Kann man ja auch mal machen. Einkaufsviertel. Und da ist der Pokémon Center. Das Pokémon Center, nicht der. Okay. Bitte sei wenigstens irgendein gutes Level. Level 10, Platscher. RIP. Ah, okay. Das muss dann halt irgendwie mit EP-Teilern ein bisschen trainiert werden. So. Mit unseren anderen Finian halt. Aber wenn ein Elektro-Pokémon kommt, dann muss ich einfach echt auf das hohe Level von Finian setzen. Ansonsten sind wir tot. Route 2. Ich muss aber eigentlich auch Trainerkämpfe machen. Ich brauche ja Levels. Deshalb eben kann ich denen auch nicht einfach ausweichen. Weil wir sonst einfach gar nicht mehr hochleveln. Charlize, okay. Nebulak. Gut, damit kann ich noch ganz gut umgehen. Das ist jetzt noch nichts richtig krasses, so. Ne? Noch in einem Aquaknarre und schauen, wie ich das macht. Komm schon, Jan, lass mich nicht im Stich. Alter, schöner Damage. Und er kann nur Schlecker. Aber bitte nicht paralysiert werden. Das war so klar, Mann. Jetzt bin ich auch wahrscheinlich langsamer und er kann nochmal Schlecker einsetzen. Ne, er macht Horrorblick, dass ich mich auswechseln kann. Ich will aber sowieso nicht in unser fucking Carpador auswechseln. Und gut, ich komme durch und der Boy ist tot. Ich hoffe, ich habe Paradise hier. Ansonsten muss ich einfach wieder direkt ins Pokémon Center zurückgehen. Sehr cool natürlich. Sehr cool. Please, Beute. Paraheller, gut. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet wegen Sonderbonbons, ne? Aber ich glaube, unser Traumato war auch Level 10. Also muss ich die, glaube ich, ja. Dann ist das sowieso egal. Wie gesagt, so NPCs, die nicht kämpfen, die rede ich einfach an und gucke, ob sie mir vielleicht was geben. Ich lese die aber nicht vor. Weil, naja, ist halt unnötig. Gab es da noch einen Pokéball? Da oben. Okay, was ist hier? Ist das was Neues? Haoli Friedhofen. Friedhof. Friedhofen, what the fuck. Ja. Wir kriegen einfach noch einen Encounter. Hype, Leute, hype. Nein! Nein! Boah, ich hab's gerade noch gesehen. Ich wollte mir das Item entholen, aber gut, dann Zeit für einen neuen Encounter. Und es ist, please, auch wieder was Einfaches zum Fangen. Das ist sehr einfach zum Fangen. Finde ich gut. Pfund wird's nicht killen, würde ich sagen. Sind zwar 7 Level höher, aber ein bisschen Verteidigung hat das Viech ja doch. Und das ist genau richtiger Damage. Alter, Erstauner sieht ja cool aus. Er dreht sich so um. Und dann, Alter, und dann erschreckt er halt einen, ne? So wie es natürlich sein soll. Ich probiere es mal im Pokéball. Der kann uns eh nichts anhaben. Und eben. Wusstet ihr, dass Zubat jetzt Absorber haben? Weil Blutsauger ja in der 7th Gen
Stärke 80 geworden ist und das natürlich dann zu krass wäre auf dem Level für Zubats eine Stärke 80er Step zu haben. Deshalb kann es jetzt Absorber. Anstatt eben Blutsauger lernt es dann erst später. Ja. Deshalb sieht man hier keine Zubats mit Blutsauger mehr. Also early halt, early on. Und nice auf jeden Fall. Dann haben wir hier unseren nächsten Encounter. Gut, unser Level 9, Zubat, wird getauscht mit einem aus Japan. Japan, entweder kriegen wir was richtig Gutes oder was mega Schlechtes. Wie gesagt, so ein Zwischending gibt es da einfach nicht. Hoffen wir mal auf was Gutes, denn das könnte unser Team jetzt echt gebrauchen. Und wir kriegen ein Weberak. Okay, das ist nicht gut. Aber wir nehmen es hin. Die Sache bei sowas ist halt immer auch bei Carpadon so, dann haben wir immerhin, wenn wir es nochmal bekommen, Dupes. Also dann haben wir einfach eben die Dupes-Regel oder halt auch Species, ne, kann natürlich auch sein. Und dann haben wir es halt schon sozusagen. Und gut. Weberak ist ein cooles Pokémon, aber halt nicht wirklich stark und nicht wirklich das, was wir brauchen. Na, mal schauen, vielleicht kann es ja was machen. Ein sehr geduldiges Pokémon, das besonders gern Wurmel frisst. Es wartet beharrlich darauf, dass sich welche in seinem Netz verfangen. Jo. Das ist Weberak, mit einem Gesicht auf Rücken. Ich glaube, das wird auch irgendwo in einem Eintrag erwähnt. Und wir beenden mal schnell hier. Und würde ich sagen, machen wir noch einen Fight. Mit unserem neuen Team. Sind beide auch schon drin. Das ist Level 3, das heißt, ich kann es aufleveln. Sehr nice. Bis Level 9 kann es aufgelevelt werden. Hier ist schöne Sonderbonbon. Level up, nice. So muss es natürlich. Spinarak, Junge. Hat einfach einen englischen Namen. Oh, das kann auch Absorber, okay. Interessant. Level 7, 8 und dann gleich die 9. Plage. Das ist spezial, ne? Also special. Absorber, Umklammerung, Fadenschuss, Giftstachel. Fadenschuss. Ja. Ich denke mal nicht, dass wir Fadenschuss irgendwo gebrauchen werden. Und. Ne, ist der erste Level, Level 8, stimmt. Gibt noch ein Level. Haha, Level 9. Okay. Und dann können wir jetzt gleich nochmal gegen die da fighten. Die da oben. Damit ich mir das Item holen kann. Ah, ich hätte es mir auch so holen können. Okay, Paraheiler. Ja gut. Ist jetzt so mehr oder weniger das, was man braucht. Ich habe halt, um ehrlich zu sein, zu viel Angst, um die irgendwie zu... Ja, eben halt reinzunehmen, dann wieder auszutauschen. So, sie so zu trainieren durch Tausch eben. Habe ich eigentlich Angst davor. Dass dann Finian zu viel Damage abbekommt, wenn ich es halt reinwerfe. Wir schauen mal einfach, was dieser Winfried hier hat. Ein Makuhita. Okay. Und ich habe gerade bemerkt, dass wir beim Friedhof sind. Das passt ja eigentlich perfekt, ne? Weil wir schon unseren ersten Tod haben einfach. Und wir sind beim Friedhof. Nice. Und Makuhita können wir schön mit Aquaknarre hoffentlich fast killen. Wie gesagt, 7 Level Buff. Ja, nice. Und es macht auch einfach fast gar nichts. Ja, man, so muss das halt. Ich werde jetzt halt ein bisschen mit Finian, glaube ich, gegen die Trainer kämpfen. Und eben habe ja den EP-Teiler an, der gibt ja beiden XP. Und da sie eh beide alle Spezielle bekommen, ist das, denke ich, ganz gut. Und eben, wir schauen einfach mal. Wir haben jetzt halt ein Team von 3 Pokémon. Hätten 4 haben können, aber gut, was soll man machen, ne? Was soll man denn da machen? Ich werde nur Attacken verwenden, die mein Pokémon geliebt hat. Wow, dann hoffentlich richtig schlechte. Hoffentlich liebt dein Pokémon so richtig schlechte Attacken. Damit du einfach so gar nichts machen kannst. Nyla. Okay, oder Nayla. PK. Gut, das ist natürlich nicht so geil. Das Ding hat nämlich Donnershock, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber. Das ist eben die Frage. Spinarak. Ich kann nicht Anziehung machen. Ich muss es ausprobieren. Muss ausprobieren, wie viel Damage wir machen. Wir sind auf jeden Fall schneller und Alkohol ist ja auch einfach normal. Eben ist es immer der gleiche Damage. Kameradschaft. Okay, ist das so ein besondere Pikachu? Was bringt das jetzt nochmal? Angriff sinkt. Wow. Einfach richtig schlecht geplayt, denn jetzt bist du tot. Du hättest immerhin Donnerstock drücken können. Aber vielleicht hat es ja nicht Donnerstock, weil es die Attacke nicht geliebt hat, ne? Das kann natürlich sein. Wäre halt echt gut für uns. Und ja. Spinarak erreicht Level 10. Cool. Jetzt haben wir 2 Level 10er, 1 Level 16er. Eigentlich ganz gutes Team für da, wo wir jetzt gerade sind, aber kann halt echt gefährlich werden. Hier gibt es noch einen coolen Pokéball. Supertrank. Sehr gut, sehr gut. Das kann man immer gebrauchen. Hier waren wir ja gerade. Kann man noch ein Grab ansprechen und bekommt irgendwas dafür oder nicht? Da drin ist auf jeden Fall noch eine DM. Oh, Riesenpilz, das gibt uns Money. Und der will noch kämpfen. Und dann haben wir das hier auch erstmal geklärt.
Was hast denn du, du Guter? Auf jeden Fall sieht er richtig happy aus, der Kienu, oder wie man ihn aussprechen soll, den Boy. Dick da, Alter, okay, das wird One-Shot. Das wird richtig One-Shot. Wobei, ist es jetzt schon Typ Stahl? Es ist schon Typ Stahlboden. Ich glaube, Wasser war gegen Stahl nicht sehr effektiv, ne? Na, finden wir es raus. Los, Aferknarre. Ja, okay, nice. Sehr effektiv. Gut, du bist tot. Einfach mal mega easy weggereckt und Kaudo reicht schon Level 11. Sehr gut. Ich glaube, Level 15 erlernst Tackle, dann kannst du auch endlich mal ein bisschen wie mit irgendwas angreifen. Jetzt haben wir hier gegen alle Trainer gefightet, glaube ich. Aber ich will nochmal hier durchs Gras, weil da war ja noch eine TM, habe ich gesehen. Die gönnen wir uns natürlich. Ich habe in Sun and Moon mich überhaupt, also meinem Playthrough überhaupt nicht darauf konzentriert, irgendwie die Items oder so zu sammeln, weil ich mir dachte eben, yo, für Competitive cheat ich mir ja sowieso alle Items und sowas. Und gegen das Nebula kämpfen doch gerade mal. Ich glaube, Aquaknarre müsste das one-shotten, oder? Oh, ja, Mann, da habe ich richtig calculated. Gut. Sowas nimmt man auch immer gerne hin, das Free XP halt. Und dann haben wir jetzt die Area hier gecleant. Vertrauenssache. Kein Plan, was das ist. Aber ich will es jetzt auch gerade gar nicht herausfinden, weil es hört sich nicht nach einem guten Move an. Das kann ich schon mal sagen. Das hört sich nicht nach einem guten Move an. Nebulak, schon wieder. Hoffentlich auch Level 7, weil dann können wir es einfach wieder killen. Es ist Level 10. Shit. Da flüchten wir einfach mal. Kann wahrscheinlich uns eh nichts machen, aber würde wieder zwei Runden dauern, das zu killen. Und eben, dann würde ich sagen, passt das doch hier ganz gut. Schade, dass wir halt unser erstes Pokémon verloren haben, ne? Wie gesagt, ein Team mit vier Leuten wäre natürlich cooler gewesen, aber so ist es halt nun mal und eben, sieht doch auch ganz nice aus da unten, so. Nur leider, ja, Elektro wreckt uns halt immer noch. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Ciao.